Ich merke jetzt gerade das Kribbeln im positiven Sinne. Also ich bin unheimlich glücklich, dass ich diese Sachen hier anziehen kann, weil das bedeutet, dass ich eben teilnehme bei Olympia. Wie gesagt, dadurch, dass das so auf der Kippe stand, finde ich es einfach nur cool. Wenn man die Sachen jetzt angehabt hat, dann steigt natürlich langsam so die Spannung. Es ist nicht mehr weit, die 3,5 Monate eigentlich, die vergehen jetzt wie im Fluge. Es kommen auch viele Trainingslager und harte Arbeit kommt noch auf uns zu. Aber ich glaube, wir blicken dem ganzen frohen Mutes entgegen und freuen uns wahnsinnig darauf, wenn es auch wirklich bald losgeht. Na, heute bin ich irgendwie viel mehr in diesem Fokus Olympia. Also die Klamotten einmal jetzt tragen zu dürfen, hier das zu präsentieren, also das gibt schon eine ganz andere Stimmung. Und eigentlich freue ich mich riesig darauf, wenn die ersten Wettkämpfe losgehen und ich mich da nochmal weiterhin in Hinsicht jetzt Olympia dann vorbereiten kann, das mit den Stäben einstellen und Anlaufsicherheiten und solche Sachen halt alle schaffe. Und von daher, das war heute, glaube ich, so ein richtiger Input nochmal, um weiterzumachen. Ja, unser Saisonverlauf war bisher sehr zufriedenstellend. Wir haben in der Welt bis jetzt oder dieses Jahr schon viermal einen Treppchenplatz geholt, davon dreimal Bronze und einmal Gold. Und das lässt auf vieles hoffen im Sommer. Und wir arbeiten ja auch straff darauf hin. Hat allerhöchste Priorität, unser Turmsynchronspringen. Und dann werden wir sehen, was rauskommt. Also wir haben jetzt sehr hart trainiert die letzten Wochen und von daher merkt man so langsam, dass man ein bisschen müde ist und Verhärtung und die Muskeln haben doch einiges geleistet in den letzten Wochen. Und jetzt muss ich jetzt noch ein paar Wochen durchhalten und dann geht man so ein bisschen vom Training raus, weil dann die Wettkämpfe auch anstehen und versucht halt das dann alles anzuwenden. Das ist toll. Endlich die Kleidung anzuhaben. Bis vor ein paar Wochen war überhaupt gar nicht klar, ob ich überhaupt nach London fahren würde. Und von daher, ich würde die am liebsten sofort mitnehmen.